Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs. Das ist Hamlet und Barney. Wir sind gerade eben erst umgezogen und da bietet es sich ganz gut an, dem Hund Grenzen zu setzen. Also zu sagen, du darfst jetzt nicht ins Badezimmer, du darfst nicht in die Küche. Einfach einen Bereich zu haben, wo der Hund nicht rein darf, um dem Hund einfach nochmal zu zeigen, hier pass mal auf. Ich gebe hier die klaren Regeln vor, so und so sieht's aus, dafür musst du dich umso weniger kümmern. Wir wollen das jetzt in der neuen Wohnung mit der Küche machen, dass die Hunde nicht in die Küche dürfen. Allerdings ist die Grenze nicht ganz eindeutig. Also wenn ihr das macht, dann empfehle ich euch wirklich, dass ihr da auch eine Grenze nehmt, die eindeutig ist. Es ist tatsächlich hier nicht ideal, aber ich werde jetzt trotzdem versuchen, das konsequent durchzuziehen, dass die Hunde nicht in die Küche kommen. Ihr seht, da ist noch der Tisch. Dürfen sie unter den Tisch? Ja. Dürfen sie da dann unten durch? Das ist schwierig, da irgendwie eine Grenze zu setzen. Aber mir ist jetzt erstmal wichtig, dass sie hier an diesem Durchgang nicht durchgehen zwischen Tisch und Kühlschrank. Wir bauen das auf mit Hilfe einer positiven Strafe. Also ich gebe etwas hinzu. Das wäre in dem Fall ein kurzer Schreck oder ein kurzes Antipsen. Da könnt ihr auch noch mal mein Video anschauen zum Nein-Kommando aufbauen. Ich packe den Link da oben rein. Wichtig ist, dass wir bei einer positiven Strafe immer nach dem KIT-Prinzip arbeiten. Das heißt Konsequenz, Intensität, Timing. Heißt, also ich muss den Hund immer bestrafen, wenn er versucht, hier in die Küche zu kommen. Ich muss den Hund wirklich in dem Moment bestrafen, Timing, in dem er versucht, in die Küche reinzukommen. Wenn er schon drin ist, ist es schon zu spät. Wenn er noch gar nicht rein wollte, ist es zu früh. Und Intensität. Ich muss in so einer Intensität handeln, dass das Verhalten wirklich zum Abbruch führt. Also das kommt wirklich auf euren Hund an. Wenn er sehr sensibel ist, dann reicht schon ein Ugh! Und wenn das so ein Haut drauf ist, ein bisschen mehr Zunder geben. Aber da könnt ihr eure Hunde, glaube ich, am besten einschätzen. Wenn ihr einen Welpen habt, dann bietet es sich natürlich an, dass ihr erstmal eine Barriere hinstellt. Weil bei einem Welpen ist es nicht gut, gleich mit positiven Strafen zu agieren. Sollte man am Anfang eigentlich komplett vermeiden. Stellt was hin, irgendwie eine Bank, macht ein kleines Gitter hin. Einfach, dass er nicht die Möglichkeit hat, die Erfahrung zu sammeln, hey, ich kann da reingehen, da passiert nichts, wenn ich da reingehe. Sondern, dass er da einfach nicht rein kann, nicht reinkommt und dann ist das für den weiteren Trainingsaufbau einfach viel einfacher. So, wichtig bei dem KIT-Prinzip und bei einer Strafe ist auch, dass ich dem Hund immer ein Stattdessen gebe. Also den Hund nach der Strafe wieder auffange und sage, ja, jetzt machst du es richtig, jetzt stimmt alles. Und dafür brauchen wir natürlich Kekse. So, besorg mal welche. Ja, ja, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit, gell? So, wir fangen an. Ich versuche ihn da mitzunehmen, ein bisschen reinzulocken und stopp ihn dann sofort in dem Moment, als er die Linie übertreten will. Da reicht jetzt tatsächlich bei ihm schon ein verbales Geräusch und auch meine Körpersprache. Seht ihr, meine Körpersprache ist ganz eindeutig. Ich sage, ey, nö. Also wäre schon möglich, dass euer Hund da auch eine kurze Berührung braucht, um ihn wirklich zu stoppen. Dann versuche ich langsam die Intensität zu steigern. Macht das nicht zu schnell. Also meine Hunde, mit denen mache ich natürlich auch viel, was Impulskontrolle und so angeht. Das heißt, die kennen auch meine Körpersprache. Die haben den Braten relativ schnell gerochen. Die kennen auch Grenzen in der Wohnung, auch unsichtbare Grenzen. Das heißt, die wissen natürlich schon, was hier abgeht. Deswegen steigert da die Ablenkung auf keinen Fall zu schnell. Ich versuche dann, ihn ein bisschen zu locken, mit Futter, mit dem Spielzeug. Wichtig ist da aber, dass ihr bitte keine festen Kommandos benutzt. Also keine Kommandos, die ihr wirklich auch benutzt, um euren Hund abzurufen. Und auch nicht den Namen benutzen, weil das wäre total fies, dem Hund zu sagen, hey Schatzi, mit einem fest konditionierten Kommando, hier, und dann dusch. Ihm eine drauf zu geben, weil was der Hund dann lernt natürlich ist, dass das Abrufkommando was Doofes ist und da komme ich garantiert nicht mehr zu Frauchen. Also da einfach ein bisschen aufpassen,
was ihr für Wörter benutzt. Wenn euch das zu fies ist mit dem Locken, dann könnt ihr auch gerne einfach nur Kekse und Spielsachen schmeißen. Da spricht überhaupt gar nichts dagegen. Wenn ihr wirklich wollt, dass der Hund auch in eurer Abwesenheit nicht in die Küche geht, dann müsstet ihr mit einer anonymen Strafe arbeiten. Da habe ich auch ein Video für euch. Ich pack's euch oben in die Leiste. Das ist dann natürlich wesentlich aufwendiger. Ich sage jetzt, die sind sowieso, wenn sie alleine sind, nicht hier in dem Bereich. Insofern lege ich da jetzt nicht so viel Wert drauf. Ich will halt nur, wenn ich in der Küche bin und mit Essen hantiere, will ich nicht, dass die da reingehen. Tatsächlich sinnvoll, sich da einfach eine Linie zu ziehen oder so, damit man wirklich genau klar weiß, wo denn jetzt die Grenze ist. Irgendwie Klebeband auf den Boden oder so packen. Weil das ist so ein bisschen uneindeutig hier tatsächlich. Wenn ihr Fragen habt, sehr, sehr gerne unten kommentieren. Ich freue mich und ja, viel Spaß beim Üben und wirklich das Loben danach nicht vergessen. Das ist super, super wichtig, dass wenn der Hund stehen bleibt, sofort da aufnehmen und loben und sagen, genau das will ich von dir, das ist richtig. Du sollst ja einfach stehen bleiben.